Liebe Videofreunde, es ist Sommer, es ist Partyzeit, es ist Zeit, es richtig krachen zu lassen. Und genau das habe ich in den letzten Tagen auch getan. Und ihr könnt mir bzw. uns sogar dabei zugucken, denn hier findet ihr den Link zum Livestream, den ich am Wochenende mit meinen YouTube-Assis aufgezeichnet habe. Schöne Grüße an euch. Und zum anderen war ich gestern auf einem Geburtstag und das war schon ziemlich heftig. Und das ist auch der Grund, warum ich heute vielleicht ein bisschen reduziert bin. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nun aber zum Film, damit die ganze Sache hier auch schnell über die Bühne geht. Hier ist Kevin und Perry tun es. Der Film ist lustig, es ist eine Komödie und es gibt Schauspieler, und zwar den hier und den hier. Ansonsten ist der Film vollkommen durchgeknallt. Es gibt Techno-Musik und jede Menge Weiber und das war's. Ich bin raus. Na gut, weil ihr es seid. Dieser Film ist an Dämlichkeit echt nicht zu überbieten. Wie der Titel es vermuten lässt, geht es um Kevin und Perry, die es tun. Also nicht, dass sie es miteinander tun, sondern sie wollen als DJs groß rauskommen. In diesem Zusammenhang hoffen sie auch endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Vorher nehmen wir uns aber noch ein bisschen Zeit, um die beiden und ihre Ansicht etwas besser kennenzulernen. Du hast deine Jacke verkehrt, Roman. Ja, das weiß ich. Ich halte mich nicht an konventionelle Kleidervorschriften. Bis Perry mich traf, war er ein Gesicht. Aber jetzt ist er der Größte. Ihr Plan ist es jetzt, nach Ibiza zu fliegen und in den großen Nachtclubs die Szene unsicher zu machen. Um das Geld zu besorgen, sind sie bereit, naja, ein paar verrückte Sachen zu machen. Gott, nicht was ihr denkt, ihr Perversos. Leider zahlt sich dann doch nicht ganz so aus, wie sie es vielleicht gewünscht hätten. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. Hier eins für dich und eins für dich. Ein harter Rückschlag, der sie dazu veranlasst, ihre Lebensphilosophien ein bisschen zu überdenken. Mann, ich hab so viel Großes in meinem Kopf. Mopeds! Hey, Bier! Party! Hey, man kann hier ein BH sehen. Hier ein BH? Was? Wo? Durch einen glücklichen Zufall sind die beiden dann in der Bank, die gerade von dem Typen aus Bube, Dame, König Gras überfallen wird und können die Situation auf ihre ganz eigene Weise retten. Inzwischen haben sich aber Kevins Eltern dazu entschieden, den Ibiza-Urlaub komplett zu finanzieren, sodass die beiden die Belohnung komplett für Klamotten ausgeben können. Und hier zeigt sich deutlich, wie 90er-mäßig das alles Anfang 2000 noch war. Sie halten sich ja nicht an Kleidungskonventionen. Jedenfalls erreichen sie Ibiza und sind sich wahrscheinlich nicht so ganz bewusst, was da für ein Klima herrscht. Und natürlich treffen sie auch allerhand interessante und verrückte Charaktere. Zuallererst verlieben sie sich in die schönsten Frauen der Insel. Und anschließend treffen sie den weltberühmten DJ Eyeball Paul, dem sie unbedingt ihre Musik vorspielen wollen. Den interessiert das allerdings weniger, er will die beiden nämlich nur dafür ausnutzen, seine Kacke wegzuputzen. Ihr werdet merken, dass ich gerade ein mächtig dickes Ei gelegt habe. Und die Spülung geht nicht. Ihr müsst das wohl mit der Hand runterstoßen. Und dann gibt's da noch jede Menge andere strange Sachen, zum Beispiel der Mann im Koffer. Eine völlig bescheuerte Szene mit einer Kackwurst. Den Inhalt von Perrys Hose. Kannst ja mal ein Auge nehmen. Und natürlich den glorreichen Auftritt der Deutschen. Was zum Teufel ist das denn? Deutsche! Also alles, was einen tollen Urlaub ausmacht. Das Ganze plätschert so vor sich hin und den Höhepunkt erlebt das Ganze dann in einem der Nachtclubs. Hier legen sie dann als Kev P und Per E als DJs im großen Stil auf, was dann letztlich in einer riesen Strandorgie endet. Was soll ich noch sagen? Der Film geht nicht mal 80 Minuten und davon sind allein 7 Minuten Abspann. Der Humor, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist natürlich sehr pubertär und infantil und das Drehbuch wirkt so, als hätte es ein 14-Jähriger geschrieben. So typisch für unseren Kevin, den wir alle so gut kannten und liebten. Und in vielen Fällen auch vergelten. Ich meine, ein 39 Jahre alter Mann und eine 36 Jahre alte Frau, die zwei Teenager-Jungs mit fettigen Haaren und komischen Klamotten spielen?
What the fuck? Und die deutschen Synchronstimmen potenzieren das Ganze auch noch. Ich meine, niemand würde so reden. Aber naja, wer sich mal nicht seines Alters entsprechend benehmen will und immer noch über Pimmel- und Tittenwitze lachen kann, der ist mit dieser Granate bestens beraten. Das war's. Vielen Dank fürs Reinklicken zu dieser etwas reduzierten Episode. Mir hat's trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Unten wie immer die Links zu den sozialen Netzwerken. Hier wie immer die Links zu den Videos. Und klickt auch auf den Livestream. Der ist echt witzig, wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt. Lasst auch einen Kommentar oder ein Abo da. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Review oder Unpacking oder sonst was wieder. Bis bald. Haut rein.